Und für diesen Kampf heißt es ringfrei zur ersten Runde, Round 1. So, der erste Titelkampf der heutigen Veranstaltung, des heutigen Tages. Gestern gab es ja auch schon welche. Die WBF Europameisterschaft in der Altersklasse bis 50 Jahre Schwergewichtsboxen. 5 Runden A, 2 Minuten zwischen Mario Rossi aus Italien und seinem Gegner Sergej Wasiljewski. So. Beide haben sich darauf geeinigt, kein Kopfschutz. Ich denke, dass. Oh, die rechte. Gut gezogen von Rossi. Ein bisschen belauern. Ja, das ist er jetzt nicht. Ah, wieder wollte Rossi die rechte bringen. Das ist jetzt natürlich auch nicht wie bei den Tournament-Kämpfen, bei den Finals, wo es nur 3 Runden waren. Hier haben wir 5, da kann man auch in der ersten Runde mal gucken und schauen, wo bieten sich die Lücken beim Gegner an. Letzten 10 Sekunden in der ersten Runde. Rossi guckt sich das ganz entspannt an. Was macht der Gegner? Nichts ist überhastet. Er hat schon einiges gewonnen, wie es der Ringsprecher auch verkündet hat. Und natürlich möchte er jetzt diesen Gürtel mit nach Italien nehmen. Seconds out, Betreuer wieder aus dem Ring und Ringfrei zur zweiten Runde. So, die zweite Runde. Ja. Körper-Kopf-Versuch von Rossi. Ja, ist am, der Italiener muss ein bisschen aufpassen. Er war auch mit seinem Kopf ein bisschen weit vorne eben. Ist natürlich auch gefährlich, die beiden haben ein gutes Tempo drauf und lassen die Fäuste gerne fliegen. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man weiter vorne geht, dass man halt eben nicht mit den Köpfen aneinander rasselt. Ja, das macht der Rossi schon geschickt. Der geht den Kopf runter, dreht sich in den Mann rein, ist am Körper, haut dann nochmal so Richtung, ja, Richtung der Niere. Das ist natürlich auch nicht mal erlaubtes Trefferfeld. Ah, da muss er aufpassen, das war ein Hinterkopfschlag von Rossi. Letzten 10 Sekunden hier in der zweiten Runde. Oh, Wasiljewski
Da hat Lesser gute Treffer. Rossi Lesser demonstrativ die Deckung unten. Ui, jetzt fliegen aber von beiden die Fäuste. Ja, Ende der zweiten Runde, da muss Rossi aufpassen. Ich meine, da hat man das Gefühl gehabt, oh, jetzt bin ich aber böse geworden. Da hat mich gehauen, jetzt haue ich aber gleich mal zurück. Da muss man echt, da muss er echt aufpassen, weil also, Wasilewski sieht nicht aus, als ob er hier irgendwas Unüberlegtes oder was Überstürztes macht. Der weiß ganz genau, was er tut. Und das, was Rossi da gemacht hat, das kann auch mal richtig nach hinten losgehen. Also da muss er echt aufpassen. Wir dürfen gespannt sein. 3 Runden haben wir noch. Second Out, Betreuer wieder aus dem Ring. Und ringfrei. Runde. Die dritte Runde im Europa-Titelkampf zwischen Mario Rossi aus Italien und Sergej Wasilewski vom BSV Buxtehude. Da sieht man noch, also Wasilewski hochkonzentriert, lässt sich dann nicht locken von Rossi. Läuft so ein bisschen Richtung Wasilewski, wollte ich gerade sagen. Dann kommt Rossi mit einem Treffer. Schon so ein bisschen aktiver dürfte Rossi sein, weil ich glaube, dass Wasilewski nach Punkten führen könnte, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, der wirkt jetzt nicht so ganz zufrieden, ne? Mario Rossi. Zwischen Sergej Wasilewski und Mario Rossi. Rossi begann stark in der ersten Runde. Wasilewski hat sich dann gesteigert. Fand ich Runde 2 und 3 mehr für den Boxer aus Buxtehude. Schöner Körpertreffer von Wasilewski. Ja,
Ja, jetzt, da muss Rossi weg. Da muss Rossi weg. Der versucht zwar jetzt Wasilewski zu locken, aber er darf da nicht an den Seilen stehen bleiben. Und in der Ecke schon gar nicht. Vor allem mit seinen Maid-Bewegungen, da, die sind nicht mehr so zielführend, weil Wasilewski schon irgendwie die Ahnung hat, wo der Körper sich hinbewegen könnte. Und trifft ihn halt eben auch noch. Ah, die rechte Start von Wasilewski. Ja, die linke war jetzt nicht unbedingt hart, aber es war ein Treffer von Rossi. Ah, da war natürlich jetzt die linke von Wasilewski wesentlich härter geschlagen. Und ich denke auch, dass diese vierte Runde in die Richtung der roten Ecke gehen dürfte. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Ring. Und Ringfrei zur fünften und letzten Runde. So, die fünfte und letzte Runde. Mariano Rossi, trifft auf Sergei Wasilewski. Ja, und momentan scheint Wasilewski spürbar die Nase etwas vorne zu haben. Aber Rossi gibt es da noch nicht geschlagen. Ja, werden sie beide ermahnt. Ein bisschen aufpassen mit den Köpfen. Das kann dann mal ganz schnell gehen und zack, ist ein Cut auf, gerade über der Augenbraue oder so. Das ist auch ein relativ gutes Gewebe. Da kann auch ein vermeintlich kleiner Cut stark blicken. Die Ecke von Rossi weiß. Sie sind sehr engagiert, um es mal so zu sagen. Die wissen auch, es sieht nicht so gut aus. Die Rossi, der wirkt jetzt auch nicht mehr so spritzig. Klar, wir sind in der fünften letzten Runde. Ja, also müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber dennoch, da macht Wasilewski einen wesentlich besseren Eindruck allein, was das Physische betrifft. Die letzten Sekunden laufen. Die Punktrichter haben einmal mehr das letzte Wort. Aber ja, ich glaube, dass man hier nicht viel falsch machen kann. Thank you.
Jawohl, beide haben wirklich einen großen Applaus verdient. Nach Ablauf der 5 Runden haben wir ein einstimmiges Ergebnis. Einstimmiges Sieger nach Punkten. Und neuer Europameister im Schwergewicht in der Altersklasse bis 50 Jahre. Der Boxer aus der Roten Ecke, Sergej Wasiljewski. So, das war unser zweiter Block. Wir machen noch einmal 15 Minuten Pause. Dann geht es weiter mit insgesamt 6 WM-Titelkämpfen. Bis dahin 15 Minuten Pause.